Der Job ist schon vergeben? Nein, Schatz. Herrin der Hölle bist du. Er ist einfach nur ein Teufel. Angestellt. Oh, nein, nicht zu Hause. Oh, lol. Mann. Man ist immer so schnell beim Drücken. Fürchterlich, fürchterlich, fürchterlich. Kann man nichts dran ändern. Naja, das ist ja der Daumen. Also leichten Abzugsfinger nicht. Ich hätte mir jetzt echt in den Arsch gebissen, wenn ich jetzt schon wieder nach Hause teleportiere. Es ist Tag. Ey du, ich will Milch kaufen. Handeln! Milchkrug? Milchkrug. 5 Stück brauche ich? Danke! Da. Ja. So. Ach, machen wir Gebäckteig, ja. Gebäckteig brauche ich. 20 Stück. Kriege ich definitiv mehr raus, als ich brauche, aber lieber mehr haben als zu wenig. Sonst lacht mich Günther wieder aus. Ja. Würde mein Schwiegervater nie tun. Nein, ich werde jetzt mal nichts zu sagen. Er ist oben. Okay. Dann kann er mich nicht auslachen. Sehr gut. Mal wieder Wasser besorgen. Nebenbei. Oh, da war diesmal ordentlich Wasser drin. Fünfmal Küchlein, fünfmal Küchlein. Schnöpselchen muss trotzdem ran. Und Wasser hier rein. Und rüber, rüber, rüber. Muss ich dann eigentlich nur noch Zwiebeln haben? Mit Burger kann ich das schließlich nicht machen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Jetzt ist wirklich ärgerlich. Da haben wir so viel davon. Vielleicht habe ich mich überfressen. Nein. Ich bin voll. Ich bin voll. Tralali. Tralaho. Und Fiana denkt sich jetzt so: Scheiße, warum bin ich nicht da drauf gekommen? Alter, du Mogels. So, hab ich das auch fertig? Bremenhändler, nein, was ist das? Mastologen, nein, Schlange, nein, Sport, nein, Händler, Abendessen, verkaufe sie Kisten, Einladung, besorge das Beste, haben wir, reparieren seltsam, finde mehr über die, nein, versorgen ihn mit Blut, verbessere die Küche.
Kehre zu Kretzvoll zurück. Ah, siehst du, können wir auch mal kurz machen. Weil eingeladen habe ich sie ja jetzt. Geh aus dem Weg. Ach was, Mogel. Ist die Arschgeige noch draußen, wie geil. So, nächstes Freimund hat zugestimmt. Das habe ich mir schon gedacht. Horadrik regt sich furchtbar auf. Welch schöner Wandel. Also hier ist mein Dolch. Ich hatte übrigens noch einen anderen Dolch, aber den habe ich verloren. Er ist wirklich wertvoll. Vielleicht findest du ihn ja im Wald. Oi. Ich suche im nördlichen Wald nach dem Dolch. Ist das wieder so eine komische Erhebung? Wofür brauchte ich den Dolch? Für die Zeitmaschine da, ne? Ja, ja, ja. Man macht schon wieder so vieles gleichzeitig. Nördlich im Walde, da komme ich her. Will euch raten, liebe Kinder. Bin der Mann mit dem Messer. Ich habe hier noch keine Erhöhung gesehen. Steht denn jetzt dort? Da ist auch keine Erhebung. Auch nicht. Ah, verpiepsch nochmal. Ist ja nicht so, dass da irgendwie so ein Schild drauf hinweist. Hier ist es. Kann man sowas verlieren? Das erinnert mich irgendwie an Atreus. Oh, jetzt wird er nur so dunkel. Was ist denn diese blöde Klinge? Wir brauchen bestimmt beide dafür. Da fängt schon wieder ein Häusle an. Hat doch bestimmt irgendjemand stibitzt. Wo bist du, Messerchen? Hier geht's noch weiter nach oben. Ah, ne, hier geht's dann. Fiana, hast du das Messer gefunden? Oder den Dolch eher gesagt? Oh, oh. Hier ist der Bauer. Äppel sind sie. Nein, bisher noch nicht. Okay. Aber hier geht's zum Hexenhügel. Also da wird das, glaube ich, nicht so angehen. Über den zwei Leuten war ein Punkt. Da konntest du Y drücken. Nee. Über den zwei Leuten? Das war eine weiter. Links. Genau, da. Hey, hier sind nur die Blümchen.
Wenigstens ist es Tag. Diese verkackten Blumen, ey. Werden wir das versuchen, mit diesem Baron zu reden. Nicht schlimm, nicht schlimm, dieses Kuh. Immerhin einen Hinweis. Dann werden wir einmal mit dem Baronchen reden. Merkwürdig, er war doch genau hier. Ich habe ihn in den Stumpf gesteckt. Wovon redest du da? Ich habe mich entschieden, einen Nachfolger zu erwähnen. So wie wir es damals gemacht haben. Nur ein würdiger Roma kann den Dolch aus dem verzauberten Baumstumpf herausziehen. Ah, da ist er. Gestern habe ich hier in diesem Stumpf einen Dolch gefunden und den Spruch gelesen. Und jetzt ist er fort. War da gestern sonst noch jemand bei dir? Vier Roma und der Holzfäller und dieser Ingenieur, Corey. Du, wegen dem Dolch. Hey, wie geht's denn so? Ah, sogar gleich den richtigen erwischt. Klasse, ich bin hier viel glücklicher als in unserer langweiligen Riesenluxushütte. 50 Klimmzüge und ein, Borken-Sandwich. Und du bist der König der Welt. 50 Klimmzüge? Da hast du bestimmt auch ganz einfach den Dolch herausziehen können, richtig? Ha, ich habe eine ganze Stunde bei diesem Stumpf verschwendet und hatte kein Glück. Wie schade. Frage Curry nach dem. Komm ich hier lang? Curry müsste ja links weiter sein, ne? Da ist er nicht. Da ist er nicht. Da ist er nicht. Da ist er. Da unten. Hallo. Hallo, 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 hallo. Wegen dem Dolch. Aufgabe beendet, Aufgabe beendet. Okay. Curry, hast du jemals darüber nachgedacht, ein Roma-Baron zu werden? Du hast bestimmt von diesem Dolcherfall. Hast du auch versucht, ihn herauszuziehen? Nein, ich war zu spät. Du etwa? Ich habe es die halbe Nacht lang versucht. Ich wollte ihn einem dieser Roma verkaufen, aber das hat nicht geklappt. Vielleicht weiß Tress etwas. Oh, ich bin dem einen zum anderen gehen. Wo ist denn jetzt Tress? War Tress nicht unten? Brocken, Sand, was? Brocken Sandwich ist aber holzig im Abgang. Aha. Ist. Ja. Wo ist die? Da. Wegen dem Dolch. Press, hast du zufällig im Wald eine uralte Waffe gefunden? Nö, tut mir leid, aber ich wasche gerade Pilze. Moment mal, womit hast du die Pilze denn geschnitten? Mit einem Messer, aber das habe ich heute Morgen verloren. Aber zum Glück habe ich einen alten Dolch in einem Baumstumpf gefunden. Hier, du kannst diesen alten Stück Metallschrott haben, wenn du willst. Wie komisch, ich habe mich gerade mit einer zukünftigen Roma-Baronin unterhalten. Upi. Oh. Wollte er den Dolch jetzt wieder haben? Dann machen wir einen Zeitsprung. Tralalilalo. Ja. Der können wir auch hinreisen. So. Edener Schädel. Gleichzeitig noch Kohle kassieren. Das läuft gut. Muss mich nicht mehr anstrengen. So. Schon. Oh, da sind aber noch einige vor uns. Gib ihm den Legionärsdolch. Benutzen wir diesen Dolch und ignorieren wir den hohen Preis, den wir dafür gezahlt haben. Wie du meinst. Ruhe in Frieden, verschiedener Freund.
schon wieder einer tot. Dein Weg führt dich nun über die uralte Brücke hin ins Land der Toten. Ich hab das Gefühl, dass wir das schon gesehen haben. Die Energie ist leer. Ach ja, je, nicht schon wieder. Hi, Digos. Papi, ich weiß, dass du sauer auf mich bist, aber lass uns doch darüber reden. Na klar, warum nicht? Schauen wir uns zum Beispiel mal das Aquädukt an. Das Wasser. Wo ist das Wasser? Ah, ich weiß. Unser Gott hat uns verlassen. Kein Wasser, kein Essen, gar nichts. Digos, was soll das? Wir reden doch über Ideen. Der Meister hat uns alles gelehrt und jetzt werden wir eine schöne neue Welt errichten. Ach du meine Güte, eine neue Welt, kreisvoll. Sorge dann wenigstens dafür, dass das Wasser wieder fließt. Ich weiß, dass du dich über mich lustig machst. Kette redet nicht mehr mit mir. Und jetzt du, Papi. Ich bin nicht mehr dein Vater, Horadrik. So werden Familienbanden also zerstört. Junge, ich brauche, was du trinkst. Was zu trinken. Warte mal. Wo ist mein Cognac? Wir haben ihn nicht gefunden. Ha, der letzte Wärter war ein guter Freund. Er hatte immer etwas zu trinken. Wir haben uns so oft besoffen. Und hat er oft von seiner Familie geredet? Nun, um ehrlich zu sein, hat er sie jeden Tag vermisst. Vermisst du ihn? Manchmal. Zurück zum Geschäft. Das nächste Artefakt ist, die Gürtelschnalle des Holzfällers. Ernsthaft. Und noch etwas, die Maschine kann Tonscherben lesen. Was soll das nur heißen? Von einer uralten Vase und Adam hat welche. Womit werde ich nur bestraft in diesem Spiel? Bringen wir mal das Artefakt weg. Was soll ich jetzt mit dem Ding hier seltener durch? Soll ich damit rumspielen? In der Nase popeln? So, dann haben wir schnell Geld abgeholt. Mensch, der blöde Inquisitor ist doch da. Oh, jetzt bin ich hier runtergelatscht. Ja, der ist jetzt gleich weg. Ah, ich Pichka. Was für ein Ärger. Naja, kann man nichts dran ändern. Nö. Aber noch die Gürtelschnelle sind. Hätte ja sonst nichts zu tun. Muss ich den da auch noch dazu kriegen, dass ich das nicht. Dann muss ich wieder bestimmt irgendwas machen und sei es, dass ich mich auf den Kopf stelle. Dass die Leute immer was dafür haben wollen. Stattdessen ist es mir einfach mal zu geben. Nein. Ah, da kommt er ja. Du bist ein Arschloch. Er hätte nur 5 Sekunden warten müssen. Dann wäre ich da gewesen. Ich hab's schon nicht einfach. Gucken wir mal hier rein. Welche Mistenrezept? Goldelixier. Kann ich schon. Bin schon ein armes Kerlchen. Ja, ich krieg noch nicht mal mehr Knoblauchhack von meiner Schwiegermutter. So. Jetzt haben wir 5-mal Kuchen. Schon mal viel wert. Siehst du, sind die Zwiebeldinger schon fertig? Ja.
I, nur 2 Gold. Oh. Kriegst du mehr silberne Zwiebeln als alles andere, ne? Ja, fürchterlich. I, du noch nicht fertig. Doch, fertig. So. Zack. Jetzt hab ich... Würze? Fertig. So. Das kommt hier rein, das kommt da rein. Das auch. 14 Zwiebelringe machen. Oh nein, jetzt verfolgt mich auch noch die Scheiße wieder. Doch, hast mich ja. Du bist schon. Doch, hast mich ja abgenommen. Arm ist Dante nur, wenn es kein Loot gibt. Das ist es.